Motorsportenthusiasten im Erzgebirge kennen das Zschorlauer Dreieckrennen. Am 13. und 14. Juli wird es zum 27. Mal ausgetragen. Und sie kennen den damit als Veranstalter eng in Verbindung stehenden ersten Auer Motorsportclub. Ordentlich Benzin im Blut hat dessen Vorsitzender Rainer Pommer. Dass der nicht nur in der Werkstatt, sondern auch am Herd ein gutes Bild abgibt, ist in der neuen Folge von Treffpunkt kulinarisch bei RTV zu sehen. An der Seite von Fernsehkoch Benjamin Unger bereitet er Hähnchenbrust in Schwarzwälder Schinken mit Spargel und Ofenkartoffeln zu. Als Dessert servieren die beiden Erdbeeren mit Vanillemascarpone. Und bis das alles fertig ist, bleibt genügend Zeit, über den Motorsport im Erzgebirge zu plaudern. Zu sehen ab Freitag bei Guckner unser Erzgebirge. Außerdem vormerken, das Zschorlauer Dreieckrennen ist am 13. und 14. Juli. Rainer Pommer wird übrigens zum Jahresende aus dem Amt des Vereinsvorsitzenden des ersten Auer Motorsportclubs ausscheiden. Im April 2024 wurde er auf einer Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden seines Vereins gewählt.